Hallo allerseits, schön, dass ihr wieder hier seid. Heute verlassen wir die Kneipe und ich habe mir überlegt, wir gucken mal, ob ich die Halboger nahe Beregost finden kann. Denn ein Paladin hat mich ja gebeten, eine Bande von Halbogern zu vertreiben, die ihm Probleme süd- bis südwestlich der Stadt gemacht haben. Und ein Paladin ist natürlich eine Instanz. Ein Paladin ist wirklich eine Instanz. Es ist ein heiliger Krieger. Oh, hallo. Möge die Dunkelheit herrschen. Ich wusste nicht, dass es hier Kurtisanen gibt. Ich bin ein Prachtweib. Ja, das kann ich sehen. Zu viele von den Mädels nehmen den Weg des geringsten Widerstands. Aber einer guten Anmache ist nur schwer zu widerstehen. Ja, ich weiß. Okay. Den Weg des geringsten Widerstands. Ich zeig dir Widerstand, hä? Okay. Okay. Krieg dich wieder ein, Bracket. Krieg dich wieder ein. Lass die nette Prostituierte in Ruhe. Wir gehen jetzt einfach mal von hier nach da, würde ich sagen, nach Westen. Und zwar nicht zur Hohen Hecke. Warte mal, wo war ich schon? Also süd-südwestlich. Also entweder... Ich gehe mal nach da. Keine Ahnung, ob ich da schon war. Oh, ich wurde von Feinden überfallen und nein, es sind Kreischlinge. Oh Gott. Was soll nur aus uns werden? Wie werden wir das nur überleben? Vikonia, schütze mich. Oh, da ist noch ein Kreischling. Den habe ich übersehen. Arket! Arket! Ich darf nicht so brüllen, aber das war 6 Lebenspunkte, habe ich doch verloren gerade. Das kann jetzt sein. Oh Gott. Ich habe mich ja noch drüber lustig gemacht, gerade eben. Aber das hört jetzt auf. Ja, ja, lauf du mal zu Vikonia. Vikonia schützt uns. So, weiter geht's. Du auch, du läufst ein Stück weg. Du bist schließlich für sowas gemacht. Das habe ich mir überlegt, zwischen den Folgen. Da er ja so schnell rennt. Wenn die Gegner ihm folgen, dann ist das eigentlich das Beste, was mir passieren kann. So, das war jetzt ein spannender Kampf. Ich habe auch ordentlich eingesteckt. Oh, du kannst nicht mehr viel tragen. Ja. Alte, neue Probleme. Jedenfalls wurden wir überfallen von Kreischlingen. Was bilden die sich nur ein, wenn es wenigstens ein Winterwolf gewesen wäre? Da hätten wir schön XP farmen können. Aber gut, weiter. Weiter, weiter. Ich wollte nach Halbogern suchen. Nach Halb... Ja, hier war ich noch nie. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Wir haben 1 Uhr nachts. Interessant. Also ich bin jetzt dann wohl... Warte mal. Vor den Kreischlingen habe ich da auch schon 12 Stunden lang... Bin ich da auch 12 Stunden lang gereist? Ja, das ist toll. Bis zu diesem Gebiet hier war die Reisedauer 12 Stunden. Ich bin 12 Stunden gereist, wurde dann überfallen und bin dann nochmal 12 Stunden gereist. Also ja, irgendwas ist hier mit den Entfernungsberechnungen madig. Es scheint nicht so zu stimmen. Weil das kann nichts mit dem Terrain zu tun haben. Wenn ich auf dem Weg überfallen werde und dadurch... Na gut, dadurch dauert meine Reise doppelt so lang. Kann sein, wenn der Kampf 12 Stunden dauert. Und die Rast danach oder so. Ne, egal. Egal, egal. Auf jeden Fall suchen wir hier nach Halbogern. Und nach allem, was ich sonst noch finden kann. Vor Halbogern habe ich ja keine Angst. Das sind ja quasi so Ogrillions und so anderes Zeug. Also das ist jetzt nicht, das sind jetzt nicht die schlimmsten Gegner. Das scheinen ganz normale Wölfe zu sein hier. Das ist auch nicht tragisch, oder? Vikonia? Bracket, ich erwarte, dass du mehr Schaden machst. Oh, Vikonia hat eingesteckt, aber es geht noch. Ich find's lustig. Rajat steht weiter weg. Hat aber keine Waffe. Hat wohl eine höhere Reichweite. Was mir gefällt. Was mir echt gefällt, weil die Nahkämpfer gehen ja immer, oder meistens auf den, der näher dran steht. Und Rajat soll ja nicht das Ziel sein in meiner Gruppe. So, scrollen wir nochmal raus. Ich habe jetzt auch keinen Schlafzauber benutzt, hätte ich vielleicht machen können. Schauen wir mal hier runter. Oh, hi. Ein Junge. Futti. Psst, ich spiele hier Basilus und seine Zombies aus. Die sind vielleicht komisch. Ich habe noch nie von einem komischen Zombie gehört. Warum sind die komisch? Basilus erzählt immer wieder diese Geschichten über seine glückliche Kindheit, aber all diese Zombies stöhnen und murren nur so, als ob sie nicht richtig zuhören. Das stimmt wahrscheinlich auch.
Das hat mein Bruder Johnny auch immer gemacht, so vor sich hingemurmelt, wenn er nicht richtig zuhörte. Ihr bleibt hier, ich gehe und erzähle meiner Freundin Nettie von diesem Ort. Sie wird's auch komisch finden, jetzt wo ihr Vater verschwunden ist. Okay, wenn du meinst. Ha, jedenfalls haben wir Basilus gefunden. Aber hieß es nicht, Basilus wäre... Lass mich mal gucken. Hier. Nee, hier unten irgendwo. Basilus? Ich habe den Eintrag zu Basilus nämlich auch noch gelesen. Und Basilus sollte knapp östlich von Berigost zu finden sein, steht hier im Kopf, hier im Tagebuch. Wir sind westlich von Berigost, oder? Ich bin jetzt nicht... Okay. Nee, nicht das. Das hier. Ja, Berigost, wir sind westlich. Und knapp östlich wäre hier. Na gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Basilus ist hart. Oder kann hart sein. Das sind auch 5000 Goldmünzen, die ich mir da verdienen kann. Also wenn ich schon mal hier bin, dann werde ich natürlich versuchen, ihn oder sein Kopfgeld, besser gesagt, mir zu holen. Aber ich habe ja jetzt schon erfahren von dem Kind, dass der Zombies sich hält. Basilus ist ein Mörder und ich glaube ein hochleveliger Priester. Ja. So, armer kleiner Futti. Er ist genauso verrückt wie alle anderen an diesem grässlichen Ort. Er sah diesem widerlichen Basilus zu, als er versuchte, seine eigene Familie unter den animierten Leichen ausfindig zu machen. Und dabei über ihr Gekasper lachte. Wie es so seine Eigenart ist. Schuld und Unschuld sind solch dehnbare Begriffe in dieser Angelegenheit. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich diese Verderbtheit nicht länger mit ansehen kann. Sehr gut. Aha. Selune führt deine Hand. Oh oh. Ach du. Medicamp. Ein Huhn. Gack, gack, gack. Doc, doc, doc. Hilfe. Das ist Medicamp. Danke, Gack. Ihr habt mich, Gack, gerettet. Ich mach keinen Huhn, nein. Das könnt ihr euch ins Haar schmieren. Teuflische Magie, der Vogel ist verhext. Nein, was sagen wir? Ich fürchte, ich habe zu viele Schläge auf den Kopf bekommen. Demnächst höre ich noch einen Hamster sprechen. Sehr schön. Danke. Das war, Gack, genau das, was ich in diesem Moment, Gack, gebraucht habe. Ihr lacht mich aus, während ich, Gack, lernen muss, wie man Eier legt. Also bist du auch ein Mädchen, hä? Ein Mädchenhuhn? Eine Henne? Verzeiht mir, verehrtes Huhn. Warum befindet ihr euch in diesem Zustand? Danke, Gack. Mutter allen Zaubers. Vielleicht hört dieser Albtraum ja jetzt, Gack, endlich auf. Ich bin Melikamp von Berigost, ein Gack-Zaubermeister der mystischen Künste. Mein jetziges Aussehen liegt Gack wohl daran, dass ich einen Zauberspruch falsch Gack abgelesen habe. Vor mehr als einem Gack-Monat habe ich einen Verwandlungsspruch versucht und seitdem kann ich Gack einfach nicht mehr zu meinem normalen Aussehen zurückkehren. Und ja, das ist all den Aufwand, den ich da rein tue. Dieses Gack. So. Mehr strenge ich mich nicht an. Nein. Ich habe ein bisschen Ahnung von Magie. Vielleicht kann man das irgendwie aufheben. Genauso wie die Kampfmusik im Hintergrund, die sehr episch ist. Ich würde ja, aber der Gegenzauber übersteigt meine... Besser gesagt, ich habe Gack alle Zaubersprüche, die ich auswendig kann, schon probiert. Und jetzt, Gack, komme ich nicht an mein Zauberbuch heran. Besitzt ihr, Gack, die Fähigkeit, einen solchen Zauberspruch zu sprechen? Nicht wirklich eigentlich. Können wir sonst noch was für dich tun? Verdammter Mist. Ich meine, ich habe zufällig keinen Verwandlungszauberspruch memorisiert. Da bleibt mir Gack wohl nichts anderes übrig als die Gack unangenehmste Möglichkeit. Unmittelbar westlich. Ah ja. Von Berigost gibt es ein Anwesen, wo der Magier Talantir anzutreffen ist. Ich bin sein Lehrling und ich bin mir sicher, dass er mir Gack helfen wird. Ah, dann lass uns gehen. Hab Dank.
Es ist westlich von Beregost. Talantir lebt dort in einem großen Anwesen. Bis wir diesen Ort erreichen, kuschle ich mich so lange in euer Bündel. Och, 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 och. Hab ich jetzt? Oh, Vikonia. Du hast ein Hühnchen. Hühner sind flugunfähige, gezähmte Vögel, die nicht nur wegen ihres zarten Fleisches, sondern auch wegen der Eier geschätzt werden. Eines allmorgendlichen Leckerbissens, auf den man auf vielen Bauernhöfen wie auch in den Städten an der Schwertküste nur ungern verzichtet. Schön gut behandeln, Vikonia. Ich würde ihn ja in meinen Rucksack nehmen, aber ich habe schon ein Haustier und ich will nicht, dass das eifersüchtig wird. Also gut behandeln, Vikonia. Ich hoffe, sie macht das auch. Mal sehen, was habe ich denn da reingeschrieben? Ich habe einen unglückseligen Zauberlehrling in Gestalt eines Huhns getroffen. Ich soll ihn zu Talantir westlich von Beregost bringen. Ich glaube, mit all den Quests, die sich hier abspielen, dass diese Halboger hier gar nicht wohnen. Ich denke, ich muss irgendwo anders hin. Weil, wenn hier Basilus rumhängt und wenn hier Melikamp rumhängen, was beides wohlbekannte Quests sind von Baldur's Gate 1, weil sogar ich schon mal davon gehört habe, dann sind diese Halboger vielleicht doch noch irgendwo weiter westlich. Oder vielleicht war das Tagebuch falsch und sie sind im Osten. Oh, hi. Ein Zombie. Ich denke aber, dass Basilus irgendwo da unten ist. Also, deswegen versuche ich dem aus dem Weg zu gehen. Eigentlich. Darf du auch nochmal ein Stück weg. Ist ja nicht schlimm, man ist ja nur ein Zombie. Dem schulden wir ja nichts. Dem schulden wir keinen fairen Kampf oder so. Ich schulde überhaupt niemandem meinen fairen Kampf. Faire Kämpfe sind für Idioten. So. Schauen wir mal, wie weit ich hier oben im Norden komme. Da können wir uns durchquetschen. Nee, kann man nicht. Aber hier kommen wir runter. Richtig? Ich finde es interessant, dass Melikamp in mein Inventar gegangen ist. Das finde ich auch richtig gut, weil dann kann ich ihn durch die Gegend tragen. Ich dachte, ich müsste jetzt direkt nach Norden wegreisen zur Hohen Hecke. Weil die ist direkt nördlich von hier. Haben wir ja vorhin gesehen. Und das würde sich ja anbieten, da direkt hinzugehen. Aber so erkunden wir natürlich das Gebiet hier noch ein bisschen weiter. Könnte ja sein, dass hier irgendwas Interessantes sich versteckt hält. Und dass wir vielleicht Basilus finden. Und versuchen ihn zu töten. Versuchen das Kopfgeld, was auf seinem... Oh, hi. Ich wollte ja den nächsten Schwarzbären, den ich sehe, angreifen. Fress! Lauf mal an ihm vorbei. Haha, ist das verwirrt. Aha. Ah, 175. Das hätte durchaus mehr sein können, finde ich. Ich glaube, ein Höhlenbär ist 650 wert gewesen. Also, ich hatte damit gerechnet, dass sich das lohnt. Okay. Ich habe Angst immer wenn die Wegfindung ihre Arbeit hier verrichtet, habe ich immer Angst, dass meine Magierin durch einen dummen Zufall vorgeht und Hobgoblins links und rechts von ihr spawnen, wie das so oft schon passiert ist. Weil, sagt, was ihr wollt. Oh, hi. Ah ja. Ein Düsterschrecken und ein Mann. Ich werde mich dieser Aufgabe annehmen. Ich greife mal den Düsterschrecken an. Ich glaube, das ist das, was der Mann will, oder? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Nein, bleibt stehen. Am Ende ist diese Verrücktheit noch ansteckend. Beruhigt euch. Welche Verrücktheit? Ich bin schon mein ganzes Leben lang Kaufmann auf dem Land und kenne mich deswegen mit Geflügel aller Art aus. Aber da im Osten läuft ein teuflisches Huhn herum. Als ich es hochhob, sprach es mit ungeheuer menschlicher Stimme zu mir. Entweder hat mich ein schlimmes Fieber ergriffen, oder dieses Huhn ist von einem bösen Geist aus den tiefsten Tiefen der 9. und untersten Hölle besessen. Cool. Abstand. Hey, Nira. Jetzt rette ich die Lage. Kannst du wohl vor so einem Zombie wegrennen, vor so einem Düsterschrecken. Oh, wobei Düsterschrecken können einen krank machen. Habe ich eigentlich kein Interesse dran. Sehr schön. Gab dick Erfahrungspunkte. Aha. Und Unsichtbarkeit. Ein Stufe 2 Zauber. Yep. Dicker Loot für Baldur's Gate 1. Zumindest finde ich das. Vor allem... Oh, Achtung, Wölfe! Ha, 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 ha. Yep, mitten in der Wildnis. Achtung, Wölfe. Mhm. Was ihr nicht sagt. Schauen wir mal hier hoch. Vielleicht ist hier irgendwas. Eine Höhle zum Beispiel. Ich übersehe die ja ganz gerne.
Vor allem, weil die nicht... Die müssten mit Tab, müssten die auch noch hervorgehoben werden für meinen faulen Spielstil. Irgendwann werden wir zur Gnollfeste zurückkehren, weil da habe ich wohl auch eine Höhle übersehen. Und ich danke euch dafür, dass ihr mir das immer mitteilt. Wirklich. Denn das wird nochmal vorkommen wahrscheinlich. So, ist hier oben irgendwas? Sieht erstmal nicht so aus. Aber es könnte überall noch so ein kleiner dämlicher Questgeber rumstehen, nicht? Es könnte ja durchaus sein, dass irgendwo in so einem kleinen schwarzen Fleck da oben jemand steht, der eine Quest hat. Das ist in Baldur's Gate eben, ist eben so. Deswegen denke ich auch, ich meine, das ist halt eine Entscheidung vom Spiel, dass man sagt, hey, wir verstecken Quests ein bisschen. Nicht mutwillig, aber die Spieler müssen schon danach suchen. Während in Baldur's Gate 2 sie das eher nicht so gemacht haben. Da wird man ganz oft angesprochen, vor allem von Leuten, die große und wichtige Quests einem geben. Oder die Quests, die man annimmt, sind direkt von NPCs, die man aufnehmen will. Und so ist das halt ein bisschen anders dann. Ich find's ein... Ja, weiß nicht, ob es besser ist, aber... Es war ein kritischer Fehlschlag. Aber Bracket hat's wieder gut gemacht, durch einen kritischen Treffer. Sehr schön. 20 Schadenspunkte am Düsterschrecken. Das war's schon für den Düsterschrecken. Ja, das war's für ihn. Das, da kam er, konnte er nichts gegen machen. So, ich werde jetzt wieder nach Westen gehen. Und ich denke, wir werden Basilus, wenn dann, ganz am Ende konfrontieren. Man kann ja auch mit ihm reden. Wenn man die richtigen Optionen findet, wenn man die richtigen Sachen sagt, was ja nun nicht mein Talent ist, dann kann man den, glaube ich, sogar relativ... Ist der Kampf relativ einfach, sagen wir es mal so. Weil man ihn irgendwie verwirren kann oder... Ich bin mir nicht mehr komplett sicher, aber man kann den Kampf auf jeden Fall durch den Dialog, den man davor hat, einfacher gestalten. Ich habe natürlich SCS drauf, was, glaube ich, auch explizit den Basilus-Kampf ein bisschen schwieriger macht. Weil wohl viele Leute den Basilus-Kampf ganz am Anfang machen. Oh Gott, lauft immer weg. Und weiter angreifen. Nein. Schön weglaufen. Könnt ihr auch mal angreifen wieder und dann wieder weglaufen. Wir kiten den. Ja. Nein. Okay, Immun, sehr gut. Dann bleib du da. Und schieß, wenn die beiden hier wegrennen. Ich lauf weg. Du wirst mich nicht besiegen, Höhlenbär. Oh. Was hab ich hier getan? Vielleicht wirst du mich doch besiegen, Höhlenbär. Bin mir nicht sicher. Ich treffe in letzter Zeit relativ dämliche Entscheidungen. Hier verschwende ich nur meine Talente. Das war ein Angriff. Immun, mach was. Immun, mach was. Wen will der denn eigentlich angreifen? Ja, Immun, mach doch was. Immun ist gut. Weiter. Immun, komm mal hinterher. Denn ich verschwinde jetzt. Ich habe auch ein bisschen andere Spiele gespielt, also wo die Bedienung leicht anders ist. Und deswegen habe ich hier gerade so meine Probleme mit Linksklick und Rechtsklick, was die jeweils machen. Ahaha. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Nein. Okay, trennt euch mal. Dann sehen wir mal, hinter wem hier wirklich hergelaufen wird. Ja, natürlich hinter Nira. Jetzt rette ich die Lage. So, hab ich schon mal wieder. Jetzt hab ich ja. Ah, okay. Sowas von wert gewesen. Ja. Jede Sekunde. Jede Sekunde war es wert, vor diesem Bären wegzulaufen. Eine Komponente, die ich übrigens nicht installiert habe, war schnellere Bären. Die gibt's auch in SCS und jeder, der diese installieren will, der darf sie gerne installieren, aber ich gebe zu, sie nicht zu haben. Weil dann wäre Nira wahrscheinlich tot. Und ich könnte neu laden und könnte mir überlegen, wie bringe ich den Bären um, bevor er Nira erreicht. Okay, hier geht's los. Was willst du? Was auch immer hier gerade losgeht. Ja, greif einfach mal an. Warte mal, Vikonia, du bist ja eine Klerikerin. Roger.
Es ist wirklich eine Schande, aber in meinem Beruf hat man keine Zeit für einen kleinen Plausch. Es ist halt ein wichtiger Job. Die Nachricht muss überbracht werden, bei Sonnenschein, Regen oder Kreischlängen. Am hat allmählich genug von den Invasionsanschuldigungen und verlangt eine Wiedergutmachung durch die Großherzöge aus Baldurs Tor. Das kommt bestimmt nicht gut an. Platz da. Okay. Ich dachte, du willst mir irgendwas von den Skeletten erzählen, die dich umbringen wollen. Vikoni hat Untote vertreiben. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, es könnte funktionieren. Sie ist ja schon... Ja, sie macht ihnen auf jeden Fall Angst. Ist schon mal gut. Hier verschwende ich nur meine Talente. Greift alle den da an. Der hat keine Angst bekommen. Oder auch... Doch? Oh Gott. Rettet weg, ihr Feiglinge. Da waren die ersten 40 Wurfdolche schon weg. Die hat er schon geworfen, der Braket. Ist halt sehr fleißig. Solange die aber auf Vikonia hauen, ist mir das eigentlich alles recht hier. Vikonia ist ja dafür gemacht. Und stumpfe Waffen sind, glaube ich, sowieso besonders gut. Gegen ihre Rüstung, also besonders schlecht. Ja, ihr macht mal da weiter. Mein Problem ist halt, dass ich viele Klingenwaffen habe, die weniger Schaden an den Skeletten machen. Ja, hier. Braket verursacht einen Schadenspunkt. 8 minus 7. Das ist übel. Stichschaden ist gegen Skelette ganz schlecht, was natürlich Sinn macht. Weil Skelette ja kein Fleisch haben, wo man reinstechen kann. Aber die haben Wurfpfeile gehabt. Schön, Nira. Das ist deine Aufgabe. Siehst du, du bist nützlich. Nein! Nicht den Flegel. Ich meine Morgenstern. Jetzt bist du langsam. Nimm den mal raus. Wie schlecht geht's dir, Vikonia? Noch nicht schlecht genug. So. Oh, hallo, Wolf. Bist ein normaler Wolf, richtig? Richtig. Ja. Selune führt meine Hand. Kiten und Fernkampf. Ich will ja noch einen richtigen Kampf machen heute. Gegen Basilus. Da könnte ich wahrscheinlich anfangen damit, dass ich wegrenne oder so. Das wäre vielleicht ein guter Anfang für den Kampf gegen Basilus. Müssen wir mal sehen. Erstmal schauen wir uns hier gründlich um, weil vielleicht sind hier ja doch noch die Halboger zu finden. Das wären dann wahrscheinlich Ogrillions. Ich denke, das sind Halboger. Und wir sollen eine ganze... Oh, hallo. Ich werde euch... Hab ich da gar nicht gesehen, dich und deinen großen Bogen. Deswegen bleibe ich auch mal mit Nira weg. Die macht einen großen Bogen um Leute mit großen Bögen. Vor allem mit Hobgoblin Elites. Hab ich kein Interesse dran. 8 Lebenspunkte sind zu wenig. Ein Pfeil kann 1 bis 6 Lebenspunkte einem abnehmen. Ja, das war's dann aber auch schon so ziemlich. Wird halt nur schlimmer, wenn es ein +1-Pfeil ist oder wenn es eventuell ein Elementarpfeil ist. Und Elementarpfeile sind in Baldur's Gate 1 besonders schlimm. Die sind, glaube ich, besser als in Baldur's Gate 2. Oh, ihr habt Namen. Leute mit Namen sind immer gefährlich. Halt die Klappe. Ergebt euch oder ihr werdet sterben. Ihr habt die Wahl, aber entscheidet euch schnell. Sargal wartet nicht gern auf Stadtmenschen, die schwer von Begriff sind. wir ergeben uns nicht, nein. Zeit zu sterben, ihr hässlichen Hoppelgoblins. Ihr idiotischen Stadtmenschen, ihr werdet qualvoll sterben. Hier ist Sargal der Stärkste. Ja, schade, dass Minsk nicht dabei ist. Der hätte dir gezeigt, was Stärke ist. Oh, auf wen schießt du? Der hat getroffen, oder? Ihr habt beide getroffen. Ah, vergiftet. Jetzt habe ich ein Problem. Wo ist mein Gegengift? Ich habe 1 oder 2 sogar. Ah, komm schon. Komm schon. So, jetzt aber, oder? Ich bin vor Selune führt meine Hand. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. So. Und weiter geht's. Scheiß Fernkämpfer rennen weg. Feiges Pack.
Aber warte mal, mache ich das nicht genauso? Oh Gott, nein! Das ist nicht okay. Renn mal hinter den Fernkämpfern her. Oh, ja, 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 richtig, richtig. Okay, ich weiß, wofür ich all mein Geld ausgebe nächstes Mal. Und zwar für... gegen Gifte. Ich brauche mindestens 12 pro Charakter. Yep, und das war's. Jetzt sind wir eventuell tot. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wird Nira das nicht einfach so hinnehmen. Okay, Rajat. Okay, Viconia. Ihr kriegt das aber hin, oder? Irgendjemand hat ein Level-Up gemacht, oder? Ja, Viconia. Ist schon mal gut. Ja, ja. Du leidest, ich weiß. Habe ich ein Gift-Dingsbums gelernt? Nee, oder? Natürlich nicht. Blöde Giftpfeile. So, Nira. Ich könnte Tensas fliegende Verbindung. Ja, 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 ich sehe schon. Ich sehe schon. Du brauchst einen Heilzauber. Und eventuell sogar noch einen. Das sehen wir dann. Ja, ja, ja. Böses Gift. Wirkt immer noch übrigens. Oh, ist das ein Bastardschwert plus 1? Selune führt meine Hand. Ich denke, das ist ein Bastardschwert plus 1. Ja, du kannst auch fast einen Heiltrank nehmen. Ich denke, ich muss Heiltränke kaufen. Ja. Das ist zwar ein bisschen schade. Gib mal 2 Braket, der kann die gebrauchen. Ja? Was? Aber ich glaube, ich muss Heiltränke kaufen. Eine persönliche Niederlage. So, dann wollen wir mal erstmal die Level-Ups machen. Mit schön runtergesetztem Schwierigkeitsgrad. Und angehaltener Zeit. So, Viconia wird Stufe 4 Klerikerin. Das ist schon mal nett. Da gibt es einen weiteren Waffenpunkt. Okay. Oh, ETW 0 um 2 reduziert. Cool. Cool, cool, cool. Sie hat Streitkolben gelernt. Ich denke, das werde ich ihr auch lassen. Schleuder hat sie auch gelernt. Dann werde ich ihr jetzt wahrscheinlich Waffenstil mit Waffe und Schild beibringen, weil das wird das Einzige sein, was sie benutzt. Ein Schild wird sie immer benutzen. Das bringt minus 2 Rüstungsklasse gegen Geschosswaffen. Ist normalerweise nicht so super gut, aber bei einem Kleriker kann ich das noch rechtfertigen vor meinem eigenen Power-Gamer. Es ist eigentlich ganz brauchbar in Baldur's Gate 1, würde ich sagen. Weil Fernkampfwaffen halt so stark sind. So, Braket, du steigst in Magier auf. Oh ja, wie ich prophezeit habe, Viconia und Braket. Oh ne, falscher Knopf. Was mache ich hier? Viconia und Braket steigen zusammen auf diesmal. Ein Zauber der Stufe 1 und 4 Trefferpunkte. Okay. Ah, ich hätte Schlaf benutzen können. Heute. Ja, ich habe genug davon. Okay. Das ist natürlich ungünstig jetzt, nicht? Gerade bei den Goblins, Hobgoblin-Style, hätte ich vielleicht ein paar Giftpfeile nicht fressen müssen. Aber gut, schauen wir uns um in der Ecke hier unten. Vielleicht kriege ich ja noch einen Kampf hin mit Basilus, der mich komplett zerstört. Oh ja, da ist er. Das ist Basilus. Das ist sein Skelett, haben wir da ganz kurz gesehen. Eins seiner Skelette. Gucken wir erstmal drumrum. Vielleicht finde ich ja doch noch jemanden. Aber was das Gute ist, ich habe ja hier gerade ein Bastardschwert und ein Kurzschwert. Wahrscheinlich plus 1 aufgehoben. Was ich schon cool finde. Vielleicht ist es auch plus 2, aber das glaube ich eigentlich nicht. Es gibt kaum plus 2 Waffen in Baldur's Gate 1. Also, es gibt sie, aber nicht wie in Baldur's Gate. Oh, ha, 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 ha. Ja, ja, ja. Ich weiß doch, was hier gespielt wird. Ihr wollt mich doch wieder töten. Ihr frechen Skelette. Was ist das? Nein. Wie habt ihr das gemacht? Zurück und gebt Acht. Wie habt ihr das gemacht?
Oh, jetzt hat er einen Bogen plötzlich wieder. Ah, sehr gut, Vikonia. Sehr gut, sehr gut. Das hast du gut gemacht. Und Brakhead im Nahkampf mit dem Skelett. Sehr schön. Das lasse ich mal laufen. Komm, Brakhead. Sehr gut. 5 Schadenspunkte. Besser als nichts. Wow. Skelette mit Bögen. Enorme Probleme. Was habe ich denn noch mit dir? Du hast Person... Stille! Ha, Stille und Gesang. Gut, das können wir mal benutzen. Schlaf gegen Skelette hilft natürlich nicht, deswegen habe ich das da gar nicht erst benutzt. Aber ich hätte es zum Beispiel gegen die Kreischlinge anwenden können am Anfang, bei dem Überfall. Oder gegen die 3 Hobgoblins. Oder gegen die Wölfe, gegen den Bären. Schauen wir mal. Oh, hallo Untote. Ah, mit einer Armbrust. Das gefällt mir schon nicht. Ich hätte dir auch, als wir hier reingekommen sind. Oh, warte mal, kommst du auf mich zu? Ich gehe wohin ihr Tatsache. Wollt, wenn ihr mich von diesem verfluchten Sonnenlicht fernhaltet. Es ist 4 Uhr nachts. Die Sonne geht erst in der Stunde auf. Frühestens. Beschwer dich nicht, Vikonia. Möge die Dunkelheit herrschen. Oh, Bruder Turm, warum erfreuen wir unsere Ohren nicht mit einem Schwank aus alten Tagen? Ist immer ein Hochgenuss. Ja, das ist Basilus. Und wir hätten wahrscheinlich im Tempel östlich von Beregost, hätten wir noch mehr über ihn erfahren können. Denn ich denke, die Tempelleute, die Priester da, die haben ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ich glaube, er beschwört Leute wieder zum Leben, nekromantisch eben, und behandelt sie wie echte Menschen, wie seine Familie, die er eventuell vorher umgebracht hat. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Aber die Hintergrundinformationen haben wir natürlich jetzt nicht. Wir wissen nur, hey, verrückter Priester hier mit einer Armee Untoten. Und das steht jetzt zweimal hier. Interessant. ja, der Zombie ist sehr gelangweilt. Oh, zögert nicht um meinetwillen. Ein paar von denen haben sie vielleicht nicht gehört. Dieser hier scheint an noch stärkerem Realitätsverlust zu leiden als der Rest eurer bedauernswerten Art. Es scheint, der Tod hat die Fähigkeit von dem hier nicht geschwächt. So bleibt denn friedlich, wenn ich mich auch an Zeiten erinnere, in denen ihr eher gestorben wärt als zu schweigen. Damals... Werdet ihr lieber... Warum erzählt ihr es ihnen nicht einfach selbst? Ich kann mich nicht mehr ganz so gut an die alten Zeiten erinnern. Hey, du da mit dem goldenen Hammer. Wer wagt es, mich zu unterbrechen, während ich mit meinen Angehörigen spreche? Ich mache euch einen Kopf kürzer, wenn ihr hier seid um... Nein, ist's möglich? Bist du es, Mutter? Es kann keine andere sein. Du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Okay... Ich bin deine Mutter, oder Vikonia, oder wie? Ich sag mal was Vernünftiges. Ich denke, das würde ich sagen. Ja, mein Sohn, es war eine lange Zeit. Wie geht es dir, mein Junge? Weil das ist zu aggressiv. Ich werde seine Verrücktheit, werde ich soweit ich kann unterstützen, seine Illusionen und seine Einbildungen. Den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Es war nicht einfach, aber nun habe ich den größten Teil der Familie wieder um mich versammelt. Einige schienen mich nicht sofort zu erkennen, doch ich half ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. Okay. Ich bin enttäuscht von dir, mein Sohn? Ich habe dich seit damals in der Zentilfeste nicht mehr gesehen. Das ist sehr spezifisch. Ich weiß nicht, woher ich wüsste... Achso, es ist Vikonia. Ich weiß nicht, woher sie wüsste, wo er seine Mutter zuletzt gesehen hat. Ja, ich sag das da unten. Ich bin enttäuscht von dir, mein... Sag ich das? Die erste Option ist so spezifisch. Ich will wissen, was bei der ersten passiert, ob er das durchschaut. Ah, okay. Also Vikonia hat wohl mehr gelesen über ihn als ich und weiß das dann. Ah, ne, hier, ihr lügt, okay.
Ja, auch wenn es eine Zeit lang beängstigend war, weil ich mich für den einzigen Überlebenden unter uns hielt. Ich dachte, ich wäre der Einzige. Der Einzige? Ihr lügt, ihr könnt nicht meine Mutter sein, weil sie starb, als ich fortging. Als ich... Okay. Haha, als ihr von zu Hause weggelaufen seid und sie dem Tod überlassen habt, ihr seid ein Feigling oder ein Mörder. Nee, das ist, ich denke, da greife ich ihn an. Ich sage lieber, ich lüge nicht, aber ihr belügt euch selbst. Nein, sie haben überlebt. Alle. Ich habe sie gerettet und sie sind am Leben. Ich bin weggerannt. Tot. Alle tot. Es ist nicht wahr. Es kann nicht. Ihr lügt. Was fällt euch ein, an meinem Gedächtnis zu zweifeln? Für diese Beleidigung müsst ihr sterben. Okay, ich denke, ich habe es verkackt. Das ist nicht der einfache Kampf dann. Zauber mal Stille da rein. Aber nein, ich habe es nicht verkackt. Die Skelette sind gestorben. Die Skelette sind gestorben. Und er kriegt 5 Zaubersprüche umsonst. Finde ich krass. Bracket, Schlaf. Nira? Yeah. Immer unschieß auf ihn. Du rennst hin. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wir werden ihn angreifen. Mit Schlaf und mit Stille. Okay. Die Stille ist auf ihm auch. Der Schlaf hat nicht funktioniert. Rajat, renn mal weg. Ich glaube, der hat einen +2 Hammer, also mit dem werden wir nichts zu tun haben eigentlich. Probier's nochmal mit Schlaf. Wobei, der ist, glaube ich, über Stufe 5 dann wahrscheinlich, nicht? Das würde erklären, warum das nicht funktioniert. Oh, was macht ihr hier? Was macht ihr hier im Nahkampfreichweite mit dem Verrückten? Rake, du brauchst Wurfdolche. Du rennst ein Stück weg. Okay, Befehl hat nicht funktioniert. Dann renn du mal in den Nahkampf. Ich find's interessant, dass keine seiner Untoten mich irgendwie belästigt oder was von mir will. Ich werd's aber einfach mal so hinnehmen. Ich will schließlich seinen Kopf haben. Bei der ersten Verletzung wird Vikonia auch sofort einen Trank nehmen. Ich denke nicht, dass er mehr als 16 Schadenspunkte auf einmal machen kann. Aha! Sie wurde betäubt. Okay, der Kampf ist vorbei. Also er wurde betäubt. Der Kampf ist vorbei. Wir treffen jetzt automatisch und er ist tot. Absolut kein Problem. Absolut kein Problem. Sollte ich vielleicht sogar neu laden deswegen, aber nee. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So, wir nehmen das Amulett, wir nehmen deine Handschuhe, wir nehmen dein heiliges Symbol, nicht deinen Kopf und deinen Kriegshammer. Zumindest würde ich ihn nehmen, wenn ich denn könnte. Keine Ahnung, was das für Handschuhe sind. Oh, das ist ein Symbol mit deiner Abbildung von Syrik. Das ist der Gott, der Baal getötet hat. Vor 10 Jahren. In der Zeit der Sorgen. Kein netter Gott. Wobei Baal natürlich auch kein netter Gott war. So, räumen wir das alles ein. Im Monat ein Level gemacht. Ich denke, wir werden jetzt speichern und gucken, ob ich hier... Ach nee, die Untoten sind wirklich alle tot. Also habe ich die richtigen Optionen gewählt? Weil, wenn die natürlich dabei sind, dann geht der Kampf eine ganze Ecke länger und ist eine ganze Ecke schwieriger auch. Oder sind die alle umgefallen, als er gestorben ist? Ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt. Jedenfalls... Oh, kann ich hier wegreisen? Ja. Machen wir jetzt das Level-Up von Imon? Ich muss mir noch überlegen, in was ich die Punkte mache. Ihre Diebespunkte. Schlösser hat sie auf 50, Fallen auf 60. Taschendiebstahl. Leise bewegen und im Schatten verstecken. Mit den Stiefeln ist es ein bisschen höher als sonst. Ich könnte im Schatten verstecken steigern. Einfach um Dämonen zu einem gerundeten Dieb zu machen, der dich auch mal zum Scouten benutzen kann. Ja, wir steigern im Schatten verstecken richtig dick und fett. So, außerdem hat sie einen neuen Waffenpunkt bekommen, den ich... Oh, Kurzbogen und Kurzschwert kann sie schon. Dann... Nehmen wir einen Kampfstil. Ja, wir nehmen mal einen Kampfstil. Das ist eine ganz gute Wahl für so einen Dieb-Charakter, wenn man nicht andauernd ein kleines Schild ausrüsten will, wenn man sich auf Nahkampf wechselt.
Ja. So. Hör mal auf, dich zu bewegen, Rocket. Das macht mich nervös. So. Und... Oh. Interessant, sie spricht Imon an. Vikunia spricht Imon an. Habe ich es richtig verstanden, dass ihr zusammen mit Bracket in einem Kloster aufgewachsen seid? Das ist eine Kindheit, die ich mir schwerlich auch nur vorstellen anzufangen kann. Oh, komplizierter Satz, den ich falsch ausgesprochen habe. Naja, es war nicht wirklich aufregend oder so. Langweilige alte Mönche, viele staubige Buchbände, aber ich schätze, den meisten Spaß hatten wir mit dem ganzen Ärger, den wir immer bekommen haben. Oder wenn wir einfach nur beim alten Wampe rumgehangen haben. Wampe? Jep, die alte Wampe hat das Gasthaus dort geführt. Windrop. Er war irgendwie wie ein Vater für mich, so wie Gorion für Bracket. Und ihr bezeichnet euren Vater als Wampe? Ich dachte, hier auf der Oberfläche würden die Ilhanen, die Väter, ein großes Maß an Respekt ihnen gegenüber verlangen. Die meisten tun das, aber Wampe war anders, ziemlich gelassen. Nun, ich nehme an, dass fehlende Autorität euren jetzigen Charakter gut erklären könnte. Sehr schön. Und damit hören wir dann auch für heute auf. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.